Hilf mir, hilf mir! Aber hey, das Haus sieht besser aus. Der Bumerang ist geil. Ah. Wieso muss diese scheiß Schlange auch kommen, ey? Das ist doch echt schlecht. Gerade eben, als ich diesen wunderschönen Weg fertig hatte. Ich meine, das ist jetzt nicht der schönste Vorgarten, den wir hier rechts haben, aber... Cool, ich kenne die Bumme. Hier hat sich gerade was geöffnet im Hintergrund. Verdammt! Ich habe einen riesen Lag. Ah, okay. Jetzt geht's wieder. Wir müssen da irgendwie rein. Oh. Lass mal die Seite dann noch offen. Oder mach deine Tür hin am besten. Ich lass da meinen Stein, dass man gleich nicht dass man nicht stirbt, wenn man sich da fallen lässt. Okay. Na, oh, wollen wir fackeln? Ich bin derweil auf der Seite hier mal ein bisschen. Okay, ich gehe mal weiter nach unten. Jo, machst du das. Ups, da. Noch ein paar mehr. Kann ich die Schatzkiste einfach zerstören oder muss ich jetzt da lassen? Das geht, warte mal. Was wir machen können, Clemi. Geh mal nach oben, also ich baue hier gerade mal Plattformen. Sekunde. Ups, das war ein Eimer. Das war ein Eimer. So, Plattform. Stell dich mal hier auf so eine Plattform oben hin. Okay. Ein bisschen weiter hoch noch. Jo. So, ich zeig dir jetzt mal die sprengende Kraft von Dynamit. Boah, jetzt geht's los hier. Okay, bis jetzt merke ich noch nichts. Okay. Hooray! Ist das da unten Silbererz? Meins! Schleim! Wenn's aussieht wie Silber, ja. Schleim, stirb. Wie können wir die Truhe kaputt machen? Du hast einen Hammer, glaube ich, Clemi. Wieso willst du eine Truhe kaputt machen? Ja, weil die leer ist jetzt. Dann lässt du sie stehen. Jetzt ist Geburt. Ja, wir können den Boden uns hier nicht wegmachen. Ach so, ja, dann könnt ihr die Truhe direkt nach oben bringen, wenn ihr die abgebaut habt, wenn's geht. Ja. Wir bräuchten mal eine zweite, weil die geht langsam voll. Mach mal. Oh, hier oben ist noch zwei Eisenerz in der Kiste. Ich mach mal hier schnell einen Ausgang rein, Clemi. Jo. Zwei Eisennetze in der Kiste, ja, das ist praktisch. Wie auch immer, ich hab jetzt sowieso, Du bist slain, fick dich! Ups, das wollte ich nicht sagen, tut mir leid. Also. Death Counter plus 1. Ja, ja, tritt drauf rum. Du hast immer noch mehr als ich, glaube ich. Och, was meinst du, wieso ich das Haus mach? Ich bin nicht blöd. Ja. Sieht aber nicht schlecht aus, wir brauchen da noch ein anständiges Dach. Ja, guck mal unten. Ah, ne, wir brauchen. Hast du Holz? Da unten fehlt noch eine Holzwand. Eine? Jo. Ich glaube, ich habe hier sogar noch Holzwände dabei. Ja, Wood Wall. Wenn du da unten hergehst, das siehst du direkt. Ja, ich seh's. Stirb, du scheiß Schleim. Perfekt. Unser Haus sieht so ein bisschen random aus. Da ist Holz, da ist Stein, da ist noch mehr Holz, da ist noch mehr Stein. Ja, ist mir nichts eingefallen. Einheitlich wäre aber auch langweilig. Ja, aber immerhin. So. Aber so extrem riesig müssen wir es nur auch nicht machen. Oh, oh. Das muss wirklich so groß sein. Da oben ist ein Stern. Ich hab's einen zweiten Stern, hurra! Was kann ich mit den Dingern überhaupt machen? Ich würde ihn noch nicht benutzen. Wir müssen die sammeln. Aus 10 kannst du einen Mana-Kristall machen. Ach, stimmt, ja. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Koschka Blackmog. Oh, sorry, that's Klingon for buy something or die. Was sagt mir hier der Merchant? Was? Er sagt mir sowas kaufen oder ich sterbe. Oh. Das hat er nicht so gemeint. Okay. So. Stimmt, ich kann mal Fenster machen. Nichts, dafür die Drecksarbeit machen. Eisenbarren. Silberbarren da drauf. Und. Was ist eigentlich besser? Silberbarren oder Gold? Ich nehme an, Gold, ne? Ja, Gold. Silver Pickaxe. Ich mach mir aber lieber den Gold Pickaxe.
Boah, Gold Pickaxe ist richtig imbar. Vor allem das Goldschwert haben wir ja. Boah, ich will eine Gold Pickaxe. Ne, ich brauch noch 4 Goldbarren für eine Pickaxe. Boah, ich will auch eine. Ich könnte mir noch eine Silver Pickaxe machen, aber ich. Wobei, ich mach mir meine Silver Pickaxe und sobald ich eine Gold Pickaxe machen kann, gebe ich dann dir meine alte Silberdingens. Okay. Wer war jetzt damit gemeint? Der wichtiger ist. Ja, also ich hab nur eine Copper. Ja, er hat auch nur eine Copper. Ja, aber ich bin wichtiger. Nö. Hi, Clemi. Nee, Mann. Oh, Mann. Ich mach mal. Ja, da mache ich halt dann nachher noch mehr am Haus, keine Ahnung. Also hier bringen Fenster nicht viel. Kann ich irgendwie hier unten mein Leben heilen? Ja, mit Tränken, die könnte ich. Falls ich Steine hab, dann schmeiß die nicht weg, gib sie mir. Ich mache hier oben mal so ein Dachfenster rein, sodass das komplette Dach ein Fenster ist. Da müssen wir nur über das Brickhaus ein Dach machen. Das Problem ist, ich hab gar kein Holz mehr. So. Ich mache hier vorne auch mal noch ein. Ich bräuchte mal ein paar Plattformen. Noch ein Fenster rein. Da oben auch noch mal ein Fenster. Fenster machen ist toll. Also hier oben dürfen wir dann keinen Raum mehr nebendran machen, ne? Da wollte ich gerade noch einen machen. Nee, mach mal nicht. Das passt schon. Hier machen wir dann eine Tür rein. Dann haben wir hier quasi unsere Burgzinne oder so. Sieht ja schon ungefähr so aus. Noch ein Stern! Ja, wieso eigentlich nicht? Das sieht nicht schlecht aus mit der Wand als Hintergrund. Hätten wir hier jetzt quasi unsere Burgzinne. Soll ich dann noch eine Steinwand machen? Nee, das passt schon. Sieht gut aus. Bumerang! Oh mein Gott. Bumerang! Tür. Kannst du hier dann vorne eine Tür reinhauen? Wo? Hier vorne. Ja. Okay. Nein. Ich hab kein Holz. Tom, ich bräuchte hier unten mal ein paar Holzbretter, wo ich drauf springen kann. Das mache ich dir gleich. Okay, aber du wirst sterben, aber wenn du runterfällst. Ja, ich hab meinen Haken, ich kann mich bremsen. Ach so, ja, okay. So, ich komme auch runter. Ja, pass auf, du wirst sterben. Lass nur die Tür machen hier. Ja, passiert. Hast du einen Eimer, Tom? Ja. Ein. Dann nimm mal später Wasser und hau da irgendwie unten Wasser rein, dass man im Wasser landet. Jo, mach ich dann. Wenn du weißt, was ich meine. Ich mach noch alle Türen zu hier. Ich kann mich mit dem Haken aber echt überall festmachen, oder wie? Jo. Ist echt cool. Solange es eine Reichweite ist. Komm, Dani. Ja, lustig. Ich hab vergessen, dass du nicht so schnell bist wie ich. Ja, was heißt schnell? Ich werde da gleich sterben. Nö. Wenn du auf der linken Seite, wenn du nach links fällst, dann nicht. Achso, ich bin aber rechts. WTF, du hast auf der einen Seite voll die Falle eingebaut. Oh Mann. Nee, das liegt daran, weil da so scheiß Schleim war. Ja, dankeschön für den Death Counter. Och, wenn du links fällst, dann nicht. Ja, super. Da ist übrigens gleich Wasser, was runterfällt. Ich merke, wie tief ich hier runtergrab, Mann. Kann ich jetzt echt wieder runter? Ich will nicht nochmal sterben. Ja, cool, kipp halt Wasser zu mir rein, ey. Geil. Ja, ohne Witz, Wasser ist toll. Ja, geil. Ich komme. Ich sterbe. Oh. Ja, cool, ich sterbe. Bin ich gestorben? Gar kein Fall Damage, geil. Schleim für dich, Clemi. Cool, Sache. Kipp halt die ganze Zeit. Dani! Hi. Hör auf, ich sterbe! Hör auf! Das ist meine Rache. Oh, schade. Alter, weißt du, wie viel AP ich noch hab? 2! 19. 0. Wie schlecht. Fick dich, Skelett! Du bist so ein Penner! Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Ich werde jetzt alles, was du je krieg, was du je willst, werde ich nehmen. Oh. Alles.
Dramatische Musik. Dam, 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 dam. Soll ich später noch einfügen? Du hast mein Geld nicht genommen, das freut mich. Mach mal Licht. Ich mach mal hier die Wand zu. Mach mal grad mal hier raus, dass das Wasser wegfließt. Ja, warte, erstmal hier oben Luftloch. Ah! Oh, hier ist eine Höhle. Rechts ist auch noch etwas. Ich habe hier übrigens gerade ein paar Plattformen hingesetzt, sodass wir nach oben können. Das ist sehr nett. Ich weiß. Hooray! Das Wasser läuft ab. Mit der Silver Pickaxe geht das eigentlich relativ fix. Mein schöner Tunnel. Tsch, tsch, tsch. Ich will aber eine goldene Pickaxe. Ich brauch Gold. Oh, zwei Vasen. Vasen, meine! Penner. Haha. Mal Luft hier. Ach, und ich habe vergessen, mich zu heilen. Mist. Oh mein Gott, Wasser. So, dann können wir hier unten wieder ein bisschen weiter nach unten buddeln. Yeah. Hooray. Es geht derbe schnell mit der Axt hier. Ja, cool. Und zerdeppert er wieder die ganzen. Ja, aufpassen hier. Ich hab das hier zugemacht, weil sonst würdet ihr hier ins Wasser fallen. Ah, ne, ihr seid auf einer anderen. Na gut. Ja. Au. Solltest mal den Wurm töten. Ja, mit einer Fackel geht das schlecht. Ach, du kriegst das hier mit einer Fackel. Ich bin gerade mit einer Spitzhacke getötet. So, diese Wand hier an der Seite muss zu. Gut. Warte mal. Wie tief ist das denn? Warte, lass mich mal schnell mal ausprobieren. Oh Scheiße. Boah. Zu tief, viel zu tief. Definitiv zu tief. Ich sterbe gleich. Ich hab die Würmer umgehauen. Deshalb sage ich ja, lass mich ausprobieren, weil ich habe einen Hook, mit dem ich mich wieder nach oben holen ich kann. Ich habe überlebt! Was bist denn du? Ich habe mir so hier 3 Blöcke runter einen Tunnel gegraben, weil hier war eine Höhle. Jetzt fließt das ganze Wasser ab. Ah, das ist gut. Hurra! Ja, aber schlecht für mich, weil ich hier unten gleich ertrinken werde. Füllt sich die Höhle dann komplett mit dem Wasser, oder wie? Ja, langsam. Verdammt! Ja, wie tief ist denn das Wasser noch? Weil hier unten ist noch eine Riesenhöhle und die füllt sich gerade. Bin gerade am überlegen, das hier wegzumachen, also abzusperren, aber...